Es geht doch. Es geht doch, meine Damen und Herren. Ja, es geht. Die Digitalisierung des kulturellen Erbes ist möglich und sie ist längst Wirklichkeit. Das zeigen die vielen großen und kleinen Projekte, über die wir auf dieser Konferenz sprechen werden. Die Online-Stellung der gesamten Bestände der norwegischen Nationalbibliothek, das Google Books Project, das Internet Archive, Wikipedia und Wikidata, die Europeana, die DDB, das Pöllinger Archive und all die anderen Portale zum audiovisuellen Erbe. Die Zugänglichkeit und Verknüpfung des über die ganze Welt verteilten jüdischen Kulturgutes. All das sind einige Beispiele dafür, dass es geht. Und es gibt noch so viele, viele mehr, auch gerade kleinere Projekte hier in Deutschland. Und so selbstverständlich ist das nicht. Ich bin Jurist und ich werde immer wieder mit Problemen konfrontiert. Mit Problemen, die die Institutionen haben, die sich mit den ihnen anvertrauten Zeugnissen der Kultur auf den Weg machen. Auf den Weg machen in die digitale Welt, auf den Weg machen ins Internet. Sie fragen mich, ob sie das denn dürfen. Sie fragen zum Beispiel, was dürfen wir mit diesen Fotos, diesen Schnappschüssen hier in einem Schuhkarton denn machen, der auf einem Dachboden überdauert hat und seinen Weg ins Archiv gefunden hat. Dürfen wir diese Bilder digitalisieren und dürfen wir sie dann auch online zugänglich machen? Als Anwalt habe ich gelernt, niemals Nein zu sagen, sondern immer, es kommt drauf an. Und doch rechtliche Unsicherheiten überall. Wenn ich mich dann mit diesen Fragen befasse, muss ich auch feststellen, es ist viel, viel schlimmer. Bei jedem Foto, bei jedem Schnappschuss müssen die Rechte geklärt werden, muss der Fotograf ermittelt werden, muss geschaut werden, wer denn abgebildet ist und ob Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das ist oft überhaupt gar nicht möglich. Und auch die neuen Regeln zu verwaisten Werken in Deutschland helfen nicht weiter, weil Fotos einfach nicht erfasst sind. Vieles, vieles wird dann einfach gemacht. Und dabei ist der Begriff der rechtlichen Grauzone dann häufig eine euphemistische Umschreibung dafür, dass etwas rechtlich verboten ist, aber trotzdem gemacht wird, weil ein gesellschaftlicher Konsens besteht, dass es sinnvoll ist. Doch wir wollen hier heute nicht erneut ein Klagelied singen, was uns alles behindert auf diesem Weg in die digitale Welt. Wir wollen schauen, was geht. Und wir wollen analysieren, warum es geht. Wenn wir das tun allerdings, werden wir auch sehen, welche Voraussetzungen erfolgreiche Projekte haben und wo sie hier auch fehlen. Denn ja, es geht doch. Die vielen Beispiele erfolgreicher Digitalisierungsprojekte ermuntern uns. Sie sind uns Ansporn dafür, weiterzumachen. Wir wollen eben nicht, dass unser kulturelles Erbe in der digitalen Welt in einem Nebel des Vergessens versinkt. Wir wollen nicht, dass es untergeht angesichts der Flut an Informationen und ihrem leichten Zugang. Aber, und das will ich auch ganz deutlich sagen, diese Gefahr besteht. Was nicht im Netz ist, ist nicht mehr in der Welt. Es verliert an Aufmerksamkeit, es verliert an Relevanz und es verschwindet aus unserem kulturellen Bewusstsein. Es wird vergessen. Wir wollen hier den Reichtum unseres kulturellen Erbes bewahren, auch in der digitalen Welt. Das geht. Und dabei geht es eben nicht nur darum, Bücher, Fotos oder Akten auf einen Scanner zu legen und anschließend alles auf einer Festplatte zu speichern. Es geht auch und gerade darum, diese Bestände zugänglich zu machen, sie zu nutzen. Und die Möglichkeiten der Nutzung sind ganz vielfältig, nicht nur in der Forschung. Auch das zeigen viele Projekte, über die wir hier sprechen werden. Kulturelles Erbe kann durch die Digitalisierung mit ganz neuer Kraft in die Gesellschaft hineinwirken. Und eine freie Gesellschaft bedarf der Rückversicherung ihrer Herkunft, ihrer Geschichte
und ihrer Kultur. Allerdings, und das muss ich auch sagen, sind es oft Projekte außerhalb Deutschlands, die uns zeigen, was alles möglich ist. Und das, obwohl es ja auch ganz tolle Projekte gibt, das ist schon richtig. Aber Deutschland gehört trotzdem nicht wirklich zu den Vorbereitern bei der Digitalisierung seines kulturellen Erbes. Eben trotz der Bemühungen, auch trotz der deutschen digitalen Bibliothek, die diese vielen Anstrengungen der Archive, Museen und Bibliotheken in einer gemeinsamen Plattform präsentieren will. Und so ist es eben auch kein Zufall, dass viele der Referenten heute aus dem Ausland kommen. Aus den USA, wie Bill Petrie, Kurt Fendt, Rick Pranger oder John van Oden. Aus den Niederlanden, wie Tom de Smedt. Oder aus Norwegen, wie Roger Josewold. Um nur einige zu nennen, aus Israel grüßt uns Heim Gärtner. Dort ist man weiter. Und wir hier, wir müssen etwas dafür tun, dass auch der große kulturelle Reichtum Deutschlands seinen Platz in der Welt behaupten kann. Deutschland darf hier den Anschluss nicht verlieren. Und ja, das geht. Genau wie es eben auch ging, diese Konferenzreihe zu gestalten und eine breite Allianz von Partnern zu finden, denen die Digitalisierung des kulturellen Erbes ein Anliegen ist. Es ging, sie zum Diskurs zu vereinigen und das, obwohl es ganz, ganz unterschiedliche Institutionen mit verschiedenen Interessen sind. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Deutsche Digitale Bibliothek, die Servicestelle Digitalisierung Berlin, das Internet- und Gesellschaftskollaboratory, iRights Info, das Jüdische Museum Berlin, das Museum für Naturkunde Berlin, das Netzwerk Mediatheken, die Open Knowledge Foundation, das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die Historischen Museen Hamburg und Wikimedia Deutschland. All diese Institutionen tragen als Partner die Konferenz. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat die Schirmherrschaft übernommen. Und auch das möchte ich erwähnen, der Diskurs wird auch aus der Wirtschaft gefördert. Und zwar von internationalen Großkonzernen wie Google oder EMC Quadrat, bis zu deutschen Mittelständlern wie Zeutschel oder MakeTV. Ja, das geht. Uns gelingt es hier, diesen Diskurs über Milieugrenzen hinwegzuführen. Zu den klassischen staatlichen Institutionen, den Museen, Bibliotheken und Archiven, sind in der digitalen Welt neue Akteure gekommen. Akteure aus der Wirtschaft, wie Google mit seinen großen Digitalisierungsprogrammen oder EMC mit seinen Speicherlösungen, aber auch Akteure, die neue partizipative Formen des bürgerschaftlichen Engagements ermöglichen, wie etwa Wikipedia. Und das schlägt sich auch in den ersten drei Referaten nieder, mit denen diese Konferenz beginnt. Beim norwegischen Bokhylla-Programm geht es um das Projekt einer staatlichen, einer öffentlichen Institution. Für das Engagement der Wirtschaft steht beispielhaft das Google Books Projekt. Und Lion Watt wird über die Wikipedia und damit über die neuen zivilgesellschaftlichen Akteure sprechen. Ja, das geht. Die Vertreter dieser Akteure können miteinander sprechen, nicht nur übereinander. Und Sie sind gekommen, Sie machen damit deutlich, wie wichtig und richtig es ist, diesen Diskurs zu führen. Seien Sie willkommen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ja, es geht doch. Wenn ich dies wiederhole, so ist das auch ein klares Statement in Richtung der Bedenkenträger. Nein, die internationalen Verträge zum Urheberrecht sind nicht das Problem. Sie verhindern nicht sinnvolle Rahmenbedingungen für Massendigitalisierung. Sie verhindern auch nicht zwingend den Online-Zugang zu Beständen von Museen, Archiven und Bibliotheken. Auch in den USA gelten diese internationalen Verträge. Und die USA haben Hollywood. Wir haben eine ganz große Unterhaltungsindustrie, für die Urheberrecht ganz besonders wichtig ist. Und trotzdem, dort gibt es Projekte zur Massendigitalisierung, die weit über alle Anstrengungen in Deutschland hinausgehen. Warum geht das denn da? Urheberrecht gibt es auch in Norwegen.
Das verhindert aber nicht, dass dort alle vor 2003 erschienenen Bücher und Zeitschriften digitalisiert werden und online verfügbar gemacht werden. Im Übrigen auch die Radioprogramme. Natürlich ist es eine große Herausforderung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die ganz unterschiedlichen Interessen gewahrt bleiben. Interessen, die manchmal auch gegenläufig sind. Die Interessen der Urheber, die für ihr Schaffen entlohnt werden wollen. Urheber, die aber auch daran interessiert sind, dass ihre Werke überhaupt gefunden werden, dass sie Aufmerksamkeit erhalten, dass sie nicht vergessen werden. Das Interesse daran, dass der große Reichtum unseres kulturellen Erbes bewahrt wird. Das Interesse am freien Zugang, einen Zugang zu unseren Wurzeln, der niemanden ausschließt. Auch die Finanzierung gehört übrigens zu den Rahmenbedingungen. Die Digitalisierung des kulturellen Erbes kostet Geld. Es ist nun Aufgabe der Politik, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Aufgabe kann hier niemand den politisch Verantwortlichen abnehmen. Aber wir können deutlich machen, es geht, die Digitalisierung des kulturellen Erbes ist möglich, sie ist an vielen Stellen längst Wirklichkeit. Wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen, es liegt aber auch noch ein weiter Weg vor uns. Und einer, der auch ein ganzes Stück auf diesem Weg gegangen ist und uns zeigen kann, wie es geht, ist Roger Josevold. Er ist stellvertretender Generaldirektor der Nationalbibliothek von Norwegen. Und ich bin jetzt gespannt, was er uns über die Bibliothek des 21. Jahrhunderts sagen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.